Und zurück zum Wachsklär-Tutorial Tag 4 heute. Ich mache eigentlich dasselbe wie die letzten 3 Tage. Ich lasse wieder mein Wachs ab. Ich kippe die schon harten Wachsklötze wieder aus. Die 3 werden wieder bis morgen einfach nur dahingestellt. Das sind die nämlich von gestern. Und wie ich ja schon erwähnte, wenn es mir die Zeit übrig lässt, dann lasse ich die eben einen Tag abtrocknen. Dann ist die Oberfläche komplett trocken und ich kann im Heißluftföhn einfach effizienter sein. Heute kommt natürlich das dazu, dass wir mit dem Naturwabenbauwachs durch sind. Ihr seht, der Pegel ist schon unten, liegt einfach daran, dass ich nichts mehr hatte, um weiter nachzulegen. Und wenn ich jetzt die Oberfläche, also sprich bei dem Hahn, wieder alles ablasse, dann bleibt mir nochmal ein ganzer Eimer übrig mit dem Schmutzbienenwachs. Und das zeige ich dann heute. Wir fangen vielleicht mal an mit einfach den Klötzen, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Was sieht es denn da aus? Wollen wir gar nichts machen. So Kanten brechen. Und dann kann ich hier meine Wachscharge mit umtürmen. Oberfläche sieht auch hervorragend aus.
Da haben wir die 1 vergessen für den ersten Durchgang. Wunderbar. Jetzt machen wir die Töpfe hier leer. Die Klötze lasse ich jetzt wieder bis morgen trocknen. Und schon los. Zwei Töpfe werden für das Bienenwachs auslangen. Die dürfen wieder abtrocknen bis morgen. Und der letzte Klotz. Okay, der klemmt auch wieder. Super. Und auch schon los. Eins noch. Okay,
Also wir sind jetzt hier mit dem Füllpegel sind wir jetzt genau hier oben. Hat jetzt nicht ganz hingepasst auf den einen Zentimeter, das noch hier abzulassen. Jetzt nochmal den Hahn aufzumachen, wegen dem kleinen Zentimeter macht keinen Sinn. Ich gehe gleich auf den unteren Hahn los. Und dazu drehen wir jetzt einfach mal unser Gerät. Jawohl. Und jetzt lassen wir das Schmutzwachs ab. Das wird natürlich den größten verschmutzten Wachskuchen dann ergeben. Auch hier ist es wieder ein bisschen festgestopft. Da hilft nur der Heißluftföhn. Okay, jetzt haben wir es. Ja. Ich schalte das Gerät jetzt mal kurz aus. Und dann machen wir das gleich sauber hier. Das hängt ja wieder am Rand fest. Darf man nicht vergessen, das brennt sich sonst vielleicht rein. Jawohl, gleich haben wir es. Jetzt kippen wir das gerade noch mal ein bisschen an. Und auf das restliche Bienenwachs verzichte ich sehr gerne, weil ihr seht, das ist nur noch Schlacke hier unten. Die paar kleinen Tropfen Bienenwachs, die landen dann tatsächlich jetzt im Mülleimer. Das geht nicht in den Wachseimer rein. Das stopfen wir mal kurz zu. Und jetzt machen wir das Ding sauber, wieder nur mit den Tüchern, und rein damit. Die werden wir alle brauchen. Man muss auch aufpassen, normalerweise sollte man Schutzhandschuhe anziehen. Man kann sich da nämlich doch ganz furchtbar dran verbrennen. So sieht dann diese Schlacke hier aus. Das ist der ganze Schmutz vom Bienenwachs, wo es sich ganz, ganz unten angereichert hat. Und weg damit. Ich hatte mal solche Überlegungen, wie das auszuschaben mit einem Löffel oder mit einer Kelle. Das ist alles gescheitert. Es gab eine riesige Sauerei. Wer eine bessere Idee hat, wie ich das hier säubern kann, ohne diese Tuchverschwendung, bitte in die Kommentare reinschreiben. Ganz wichtig ist jetzt halt, dass wir wirklich das komplett sauber kriegen. Die Schlacke, die soll dann nicht mehr drin bleiben. Wir gehen ja gleich in die zweite Phase rein und schmelzen die Blöcke wieder ein. Thank you.
Zerhaaren hier ist auch wichtig. Den dürfen wir nicht vergessen. Da schiebe ich einfach immer nur meine Tücher durch. Ziehe sie dann von der anderen Seite wieder raus. Ja, wo ist es dann? Noch nicht. Gleich haben wir es. Dann legen wir nochmal nach. Hammer. Und nochmal die Endreinigung. Also gerade in diesen Kanten hier ist der Schmutz echt hartnäckig. Der Hahn ist sauber. Der hier gefällt mir noch nicht. Also da fädel ich jetzt auch wieder mein Tuch durch. Muss man auch hier sauber werden. Huppala. Okay. Wenn euch sowas passiert, trocknen lassen, Stockmeißel nehmen, mechanisch abschaben. Halb so wild. Das gilt übrigens auch für den Fußboden. Wenn ich hier mit Wachsarbeiten durch bin, gehe ich einmal mit dem Stockmeißel drüber. Und hol das alles wieder in den Dampfhackschmelzer rein, die Wachsbrocken. Super, dann können wir das Gerät wieder befüllen. Erstmal kratzen wir unseren Hocker sauber. Und wieder rein damit. Hahn zumachen, darf man auch nicht vergessen. Und wie ich ja schon beim Video zu Tag 1 sagte, das, was ihr bis jetzt gesehen habt, machen wir mindestens dreimal. Hier sind die Klötze jetzt einmal im Durchgang gewesen. Deswegen nehmen wir die und machen Durchgang 2 fertig. Hier nicht wundern, dass es übersteht, ist normal, weil wir haben ja hier jede Menge Luft zwischen. Wenn das dann flüssig ist, sind wir bei 3 Klötzen, hier bei dem Pegel circa. Also alles perfekt, jetzt kann das Gerät wieder angestellt werden. Und wenn der Pegel hier flat liegt, dann kommt der Deckel wieder drauf. Oh, hier ist was runtergerutscht. Oh, oh. Nicht gut. Okay, aber auch nicht schlimm. Und mehr gibt es jetzt für heute nicht zu tun. Morgen geht es dann weiter. Und ich glaube, den zweiten Schmelzvorgang, der ist ja identisch wie der erste. Deswegen werde ich da jetzt dann keine Videos zu drehen.
Aber wir sehen uns wieder beim Schmelzvorgang Nummer 3, bei der Abschlussarbeit, weil da ist mir ja auch ganz wichtig, euch das Ergebnis zu zeigen, wie dann eben ein klares, sauberes Bienenwachs auszusehen hat. Bis dann, ciao!